Hallo Tobi, hallo, wie geht es dir heut? Hallo Tobi und hallo auch ihr lieben Leut. 7 Days steht heute auf dem Programm und der Tobi-Mann zeigt euch, was er alles kann. Tobi, zeig mal. Das ist ja alles, das war sehr schön. Lieber Tobi, ich werde jetzt gehen. Sehr gut. Gut, dass der weg ist. Also gehst du kacken und dann steht er einfach da und singt irgendwelche Lieder, ne? Boah, ganzen Tag. Ja, hallo Tobi, da la la la. Mit so einem Zylinder und so einem Stock, weißt du? So war das. Weiß nicht, war das bei Family Guy, wo so ein Typ immer, wo der dann auch wieder so einen Rückblick hat und dann so, ja, das ist ja genauso wie damals, als ein Typ die ganze Zeit mein Leben gesungen hat und dann läuft auch die ganze Zeit hinter ihm einer her, der sein Leben singt, so, jetzt hebe ich das Messer auf. Boah, eigentlich für einen Tag wäre das, obwohl, nee, für einen Tag wäre es, glaube ich, auch schon too much. Für eine Stunde wäre es, glaube ich, lustig. Ja, ich glaube, da wäre es aber auch schon vorbei. Das kannst du vielleicht sowas Leuten zum Geburtstag schenken können, ne? Wenn man dann wirklich Leuten anbietet, so ich singe ihr Leben und dann einfach so einfach aus Gag Freunden sowas schenken. Ja, das waren dann aber auch längste Zeit die Freunde, glaube ich. Aber eigentlich eine lustige Idee halt, ne? Samstagabend wirst du abends einen Film gucken. Steht er da. In dieser Szene ahne ich noch nicht, der und der ist der Bösewicht. Direkt gespoilert alles. Also ich finde das, glaube ich, also so extern gesehen, solange mir das keiner schenkt, finde ich es lustig. Also wenn ich dir sowas schenken würde, würde ich dir das Freitag 17 Uhr schenken. Ah, juhu. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, in den Stream kann das bestimmt super einbauen. Oder? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass es eine Stunde ist, das ist lustig und ich glaube dann. Ja, das ist, glaube ich, unangenehm. Ja, das kann sein. So, warte. Nein, Tobi, nein. Achso, ist das nicht schon? Ja, ist doch das bald. Oh, ich brauch Holz. Also, falls sich jemand selbstständig machen will, von den Zuschauern vielleicht gerade, ja, das wäre eine schöne Agentur auf jeden Fall. Für so abgedrehte Geburtstagsgeschenke oder generell abgedrehte Feiergeschenke. Hammer. Auch für den Chef. Ich mach grad die Bilanzen. La 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 la. Die Rententagebücher stimmen nicht überein. Der Chef ist leider ein gieriges Schwein. Zack, gefeuert. Warte, wir brauchen mal. Also bald brauchen wir wirklich Holz, wenn das weiter so geht. Ja, wir werden auch bald Holz brauchen, weil ich habe auch kein Papier mehr. Ja. Das Papier ist unangenehm. Aber ich glaube, für Papier brauchte man da nicht so viel Scheiße noch irgendwie noch zusätzlich. Muss ich ja mal gucken. Da bist du Experte, Tobi. Ich weiß es nicht. Ich glaube, für Papier brauchte man voll viel Kacke noch. Kacke auch noch? Oh, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist. Warte, Erik, ich erzähl dir das mal. Ja. Hör mal zu. Für Papier braucht man Holz, ein Kleber und ein trübes Wasser. Ja, ist halt richtig ungeil. Okay, das ist aber, ja, das ist schon teuer. Vor allem Klebstoff halt, weißt du? Hä? Ich verstehe natürlich, dass die versuchen, die Munition natürlich kompliziert herstellen zu machen, damit das Balancing irgendwie drauf. Aber das ist schon sehr teuer für Munition. Vor allem in fucking, du brauchst für den Kleber ein trübes Wasser und für das Papier brauchst du auch nochmal ein trübes Wasser. Das heißt, du brauchst allein schon zwei Gläser mit trübem Wasser. Das ist halt schon hart. Müssen wir irgendwann Plingploing bei Sand machen? Ich habe das Gefühl, wenn wir sehr viele Gläser brauchen und so. Also ich glaube, da werden wir aber wahrscheinlich bald eine Sand-Plingploing-Folge haben. Haben wir nicht sowas auch mal gemacht? Ah ne, für Glas haben wir das mal gemacht, glaube ich, ne? In der ersten Staffel. Ja, da haben wir immer an dieser Brücke. Genau. Wasserdings, da wo dann immer Wasser reingelaufen ist, war das, glaube ich. Genau. Weißt du noch, wofür haben wir das ganze Glas verbraucht? Haben wir das für Glas gemacht oder war das für irgendwas anderes? Ich weiß nicht. Ich habe immer so im Kopf, dass das bestimmt Glas war. Vielleicht aber wegen Minecraft. Habe ich das so im Kopf. Ich glaube, das war für irgendwas anderes. Ich glaube, Sand hatte man für Beton gebraucht oder so?
Oder für... Ich weiß es nicht. Weiß ich leider auch nicht. Ich frage mich, wenn wir jetzt unten die Holzbalken haben hier ringsrum bei dem Wohnbereich. Ich hoffe, wenn wir da oben Zement haben und die ganze Etage drauf. Aber das dürfte eigentlich kein Problem sein, statisch. Ich glaube nicht, dass die Holzbalken wegbrechen, oder? Weil die das Gewicht nicht tragen können oder so. Ich frage mich bitte nicht. Ja, die Statik hier ist einfach so ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, ja. Ich kann... Warum, was Ralf dazu sagt. Ich verschwende mein Leben. Hey, das habe ich dir seit der ersten Folge schon gesagt. Ja. Huch. Oh. Müssen wir jetzt mal gucken, wie lange wir spielen. Ne? Also ich meine, es macht auf jeden Fall Spaß. Aber es sind ja noch viele andere Multiplayer-Sachen, die auf uns warten in der Zeit. Ne? Ja, ja. Also im Grunde genommen haben wir ja schon mal gesagt, es ist ja jetzt, das, was wir jetzt hier gerade machen, ist eigentlich mehr oder weniger in die Länge strecken. Nee, nicht in die Länge strecken, das hört sich doof an. Das hört sich an, als würden wir es machen wegen... Ne? Aber du weißt, was ich meine. Also eigentlich haben wir das Ding halt durch. Ja, also im Grunde genommen ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Blutmonde jetzt noch großartig was rumreißen. Nee. Wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, da werden wahrscheinlich mehr Exploder kommen. Dadurch haben wir hier mehr Schaden an unseren Sachen. Wir müssen sie öfter reparieren. Wir bräuchten mehr Munition. Aber im Grunde genommen so richtig rankommen die an uns nicht. Nee. Und ich glaube, eine Bunker-Idee. Ich glaube, wenn der Bunker fertig ist, dann werde ich auch mit auf Loot-Touren kommen. Ich glaube, dann werden wir so viel Munition haben am Ende, wenn wir zu zweit sammeln. Und vielleicht, wenn wir noch mit zwei Jeeps fahren, um längere Loot-Touren zu machen. Ja, ich glaube, dann sind wir irgendwann... Können wir uns halt zurücklehnen, ne? Ja, ja. Und wie du schon sagst, es war noch so viele Games da draußen, ne? Ja, ja, ja. Aber mir macht es mit 7 Days momentan zu viel Spaß, auch mit dem Ausbauen und die Loot-Touren auch mit dir. Auch vor allen Dingen, wenn wir wieder sowas wie die Shotgun-Dingens da reingehen und so. Ah, schon sehr cool. Ja, ja, ja. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Mal losmarschieren, um so ein paar Sachen noch zu sehen. Wir haben noch nicht alles gesehen. Also, ja, ja, genau. Und wir müssen noch die Bücher aus dem Wintergebiet holen und wir müssen noch ein paar Skills lernen und so, ne? Parcours, ja. Level 4 müssen wir mindestens hinkriegen, um zu gucken, wie das aussieht, finde ich. Aber andererseits bin ich doch müde geworden. Oh. Okay, das geht dann so rein. Oh, das wird, glaube ich, ganz gut aussehen, ja. Oh, ja, schöner Besuch. Oh, das ist Tobi, glaube ich, der Besuch. Dann schieße ich halt auf Tobi, na gut. Okay. Nee, da draußen läuft aber, glaube ich, sogar was. Ja? Ich habe auch was gehört, dass da gerade irgendwas tapselt. Das Schöne ist, wir können es halt eigentlich ignorieren, ne? Eigentlich kannst du es egal. Oh, die Öfen sind fertig. Theoretisch könnten wir das ignorieren, ja. Oh, heißt das, du bist schon draußen? Ich? Nee. Erik, ich schmelze Eisen ein und mach Patronenhülsen. Ach so, okay. Oh, hier. Ist doch egal, was da draußen los ist. Na gut. Oh, hier sind noch Steine. Warum sind hier auf einmal Steine? 242, die nehme ich noch mit. Wie lange bräuchten die? Ich mache erstmal eine Minute. Wie lange brauchen... Gut. Wie lange brauchen die? 4 Minuten. Also, klopp. So, die Steine nehme ich noch mit. Dann kann ich die Öfen aber hier schon mal umziehen. Ja, geil. Dann sind die Öfen ja auch weg. Endlich. Da war es doch durchgezogen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, die bleiben bis zum Ende der Staffel einfach wieder da stehen. Wo sind die Öfen jetzt nochmal? Die Öfen sind da, wo auch die, hier an der, da sind die ganzen, genau, hier. An der Werkseite quasi. Die kommen dann alle hier hin. Geil. Und ich wollte das mal so machen, 2 Öfen, ne, oben Schilder drüber, für was die beiden Öfen drunter sind. Damit wir nicht mehr durcheinander kommen. War so der Plan. Voll nice. Vor allem mit dem hier, mit diesem Absatz, finde ich das voll cool. Ja, ne? Sieht so übersichtlich aus, so aufgeräumt. Ah, voll schön. Die Werkbänke, oder ich würde halt neue Werkbänke noch hier unten machen, neue Chemiestation. Ich weiß nicht genau, ob du dann hier vielleicht Munition herstellen willst, wobei ich das Kabuff oben eigentlich schön finde. Ich finde das eigentlich auch ganz nice. Ne? Hier wollte ich noch mehr für Dingens machen. Wahrscheinlich brauchen wir die hier nicht mehr.
Ich mach die dann nur, damit sie halt gut aussieht. Aber ich glaube, die, die reichen, glaube ich, hier inzwischen auch. So. Ach, da läuft noch ein bisschen was durch. Oh, halbe Minute, da warte ich nochmal schnell. Das hier dauert 3 Minuten. Ja. Hätte ich hier irgendwo noch Holzkiste? Ach nee, Holz war unten noch hier. Holz ist noch unten, genau. Ich würde die Werkstoffe und so, das würde ich alles auf die rechte Seite dann irgendwann packen. Und links haben wir dann Rüstung, Munition, Waffen, sowas halt alles. Ja, doch. Doch, das klingt. Das klingt sinnvoll. Genau. Und wenn die Etage unten nochmal zu ist, dann ist ja auch nicht mehr ganz so verwirrend, weil da haben wir nur noch ein Lager. Ja, das stimmt. Oder müssen wir auch noch zubauen da unten, ne? Ja, ja, aber das kriegen wir hin. Das musst du dann machen, weil wegen der XP. Weil ich krieg jetzt auch die ganze Zeit beim Bau XP und so. Aber da baue ich intervallmäßig, deswegen kann ich nicht mehr warten, bis du kommst. Bis der Feine ja mal Zeit hat für mich, weißt du? Ja, das geht natürlich nicht. So, Nägel wollte ich noch machen für Schilder. Nägel. Wie viel mache ich denn da? Ich mach mal 100. Bauholz. So, dann jetzt Schilder. 4 Stück. Achso. Oh, okay, die kosten doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Dann 2. Dann nehmen wir noch 20 Nägel raus. So, wo haben wir denn für Waffen und für Werkzeuge so Mods? Eine Kiste. Auch im Lager hier? Für Werkzeuge habe ich noch keine Kiste, aber für Waffen müsste sein. Da müsste eine sein. Da steht Waffen, Mods und also Nahkampf, bla bla bla. Ich weiß gar nicht mehr, wo die. Hier sind die Mods. Mods Bögen, Mods Fernkampf, Mods Nahkampf. Ah, alles klar. Prima. So. Geil. So. Moment. So, okay. Und jetzt hier zum Beispiel Nägel und Barne. Soll ich das hochsetzen, damit man es besser sieht? Oder ist egal? Oh, Nägel Kaffee. Und Barne und dann Kaffee. Ich habe Kaffee. Das ist kein Kaffee. Das ist Kaffeehaken. Den eigentlich noch? Ja, 100 pro. Okay. War, glaube ich, mein. Nee, Karo-Kaffee war der erste Kaffee, den ich jemals getrunken habe, als Kind, weil ich erwachsen sein wollte. Karo-Kaffee war dieser lösliche, ne? Ja, genau. Ah, okay. Und Kaffee, den du so einrührst. Genau. Und Kaffeehaken ist glaube ich, Filterkaffee, ne? Ich bin aber nicht so sicher. Ich habe Kaffeehaken noch nie getrunken. Ich glaube ja. Ja. Hm, das ist gar kein Kaffee. Das ist Kaffeehaken. Aber was ist das denn sonst? Oder haben die Auflagen, dass sie es nicht Kaffee nennen dürfen? Naja, Kaffeehaken halt, ne? So. Ja, die Dinger sind umgezogen, Tobi. Juhu! Ja, geil. Yeah. Yippie. Voll nice. Yippie-yay. Was ich übrigens auch, das ist noch ganz kurz dieser Kaffeesache, was ich auch manchmal sehr gerne, sieht übrigens cool aus. Ne, finde ich auch. Super. Was super ich manchmal auch super gerne trinke, also nicht jedes Mal oder jeden Tag, aber so ab und zu mal sind diese Rührcappuccinos. Kennst du die? So von Krüger oder sowas? Ja, wo du dann einfach nur irgendwie ein bisschen Pulver reinmachst mit ein bisschen Kondensmilch und so anrührt und dann heißes Wasser drüber. Die sind so böse, ne? Die sind richtig böse, aber ab und zu trinke ich die echt gerne. Ja, ich verstehe das auch. Ich verstehe auch genau, warum. Wir haben nicht immer, weil, ne, ganz ehrlich, den Krüger, diesen Krüger Cappuccino, den trinkst du halt, Tobias, den trinkst du direkt auf die Hüfte. Da ist schon gar kein Platz mehr bei Kaffee, es geht nicht. Ja, der findet schon einen Weg. Ja, deswegen, also den holen wir nicht so oft, weil der ist halt irgendwie 90% Zucker gefühlt. Aber leider schmeckt der halt auch endlos gut. Ja. Mm. Und dann gibt es da ja auch so Vanille-Cappuccino und so, ne? Ja. Schoko-Cappuccino. Boah, das ist geil. Das ist sehr böse. Sehr, sehr böse. Geil, Tobi. Geil, wie wir das hier wegrotzen.
gleich bricht oben alles zusammen. Huch! Nee, alles gut. Wenn wir hier unten dicht machen, dann brauchen wir die Leiter gar nicht mehr, ne? Dann, wenn unten dicht ist, dann kommt das hier komplett weg. Dann brauchen wir nur noch die Treppen eigentlich. Und ich würde gern diese Leiter hier versetzen, vielleicht auf die andere Seite, weil hier muss eigentlich der Balken hin. Hm? Das sieht immer so bekloppt aus, wenn du auf der Leiter so halb hängst. Also, also. Tobi, ich hab noch was vergessen. Huch. Manchmal verstehe ich die Steuerung auf der Leiter auch nicht. Die switcht manchmal einfach. Guck dir das doch mal an. Also, hä? Hä? Sorry. Hä, das sieht aus wie ein Workout. Guck mal, das sieht aus, von der Seite sieht aus, als würde ich Workout machen. Guck mal. Fehlt auch so ein Trimm-Dich-Rad drunter. Boah, geil. Aber ich freue mich, wird hier langsam alles. Das, tatsächlich, tatsächlich hat das doch noch irgendwie Hand und Fuß, was wir gemacht haben. Außer den Glasboden drüben, wo man gucken kann, wie Zombies reinlaufen. Der ist mega unspektakulär. Den hätten wir uns eigentlich sparen können. Achso, meinst du hier vorne die Dinge? Also unten im Lager, da haben wir diesen Glasboden bei den, naja, Tiefgarageneingängen oder wie auch immer man es nennen möchte. Ja, ja. Ja, die meisten gehen halt doch irgendwie vorne rein, habe ich das Gefühl, ne? Ja, 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 irgendwie schon. Eigentlich waren das ja als die einzigen Eingänge geplant, sodass man dann gerade zum Blutmond sieht, wie die Ströme da lang strömen, aber zum Blutmond stehen wir eh vorne. Da sehen wir keine Ströme strömen. So, ich müsste jetzt eigentlich schon mal mit Steinen, müsste ich schon wieder Dingens, Pflastersteine machen, ne? Eins, zwei. Ich glaube, das reicht. Was mache ich jetzt hier? Pflastersteine. Wie viel kann ich da maximal machen? 10.000. Oh. Da mache ich mal. So. Ruhe. So, ja, da mach ich mal. Das kostet auch Lehmboden. Ach so, Scheiße. Warum ist mein Dude schon wieder so hungrig, Alter? Das ach, kann doch nicht sein. Warte mal, die mache ich gar nicht. Ach, die mache ich gar nicht hier. Die mache ich an der Werkbank. Ach so. Ups. Warte mal. Ist die Werkbank mal gerade. Oh, ja. Ne, die hier nicht. Die hier nicht. Okay, super. Dann klaue ich dir die mal ganz kurz. Pflastersteine. Glas wollte ich auch noch machen. Bleiglas. Okay, wie viel kann ich machen? Tobi, brauchst du in der nächsten Stunde diese Werkbank? Nee, nee. Gut. Du, Erik? Ja? Liest du mir mal den Helikopter auf? Ich will das Ding mal ausprobieren. Wo waren es hier? Ach, hier die. Du brauchst aber, du brauchst Strecke zum Anfahren, ne? Du kannst jetzt nicht hier starten, das geht leider nicht. Achso, dann soll ich den vielleicht hier wegräumen. Und ich würde den vielleicht irgendwo starten, wo es keine Decke gibt drüber. Weil, also theoretisch könntest du das hier als Strecke nehmen, ne, zum Anstarten und dann hier einfach über die Brüstung drüber segeln. Das müsste eigentlich reichen. Ich hab so ein bisschen. Nee, ich mag das hier was kaputt machen mit dem Kackding. Höchstens dein Kreuz. Ach gut, das ist nicht schlimm. So, ich guck mal zu. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Nee, guck doch mal lieber. Also die Steuerung soll wohl gehen, wenn man es ein bisschen geübt hat. Und Control und Leertaste, glaube ich, zum Hoch- und Runtersegeln. Aber man muss halt immer erstmal ein bisschen anfahren. Was ist das? Ja, ist das wieder mit Maussteuerung? Ja, ja, kann sein. Oder muss ich die ausmachen? Okay, vielleicht deshalb. Ich weiß es halt auch nicht genau. Ich wollte es auch mal immer üben, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Ich muss mal nach oben gehen, da sehe ich mehr. Ja. Okay. Also, ups. Also ich kann mit Leertaste mache ich das Ding vorne hoch, aber wie kriege ich die Nase wieder ein Stückchen runter, dass ich so schwebe? Kannst du mit der Maus vielleicht runterziehen? Ich weiß es halt auch nicht mehr. Hä? Drückst du? Halt. Achso, vielleicht darfst du dann nicht mehr W drücken, wenn du in der Luft bist.
Ja gut, also das ist halt der Antrieb, aber Leertaste mache ich vorne die Schnauze hoch, aber... Achso, und dann vielleicht mit Steuerung runter oder so? Also nicht, vielleicht nicht ganz so hoch, sondern eher mit Leertaste Schnauze heben, so ein bisschen. Und dann nicht mehr. Dass du vielleicht bis zum Limit hebst und er schwebt dann halt in die Richtung. Dass du halt Leertaste nur ein bisschen antriggerst, weil er sonst zu steil geht. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja ganz weird in dieser Steuerung. Ja, sag ich ja. Ich glaube, wenn man es drauf hat, kann sein, dass sie dann vielleicht ganz cool ist, aber halt sehr gewöhnungsbedürftig. Oh Gott! Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das Ding, glaube ich, mal lieber stehen. Aber es macht halt Spaß, ne, damit zu fliegen, das stimmt schon. Ja, Spaß macht das schon, aber... Aber aus anderen Gründen... Ich könnte es. Ja. Huch. Oh Gott. Oh. Okay. Ich sollte es hinstellen, vielleicht. Also sagst du, wir brauchen keinen Helikopterlandeplatz auf dem Dach, weil du noch damit fliegen willst. Aber also ich komme damit nicht klar. Also ich verstehe die Steuerung noch nicht so ganz. Vielleicht, wenn man die verstanden hat, dann macht es vielleicht wirklich Spaß. Aber. Du kannst natürlich noch ein bisschen üben, ne? Nee. Gönn dir. Junge. Was gibt's noch für Fahrzeuge? Ich glaube nur Motorrad ansonsten, ne? Ja, gibt's nicht noch verschiedene Jeeps oder so? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das war's. Also mit dem einen hier unten. Bin unsicher. Gibt aber bestimmt auch Mods mit Fahrzeugen und so, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja. Ich würde halt gerne, dass wir beide, jeder mit dem eigenen Jeep irgendwo hinfahren und dann wirklich beide Jeeps voll machen halt, wenn wir auf Loot-Tour sind. Also so richtig ausgedehnt und dann irgendwann zurückkommen und dann halt, ne, also... Dann dürfen wir halt auch genug Messing haben, glaube ich. Also genug ist relativ, aber... Vielleicht. Ja, ich glaube, ein zweiter Jeep wäre gar nicht mal dumm. Ne, finde ich auch. Damit vor allem du auch endlich mal diese tollen Sounds hast beim Fahren. Und vielleicht sieht der Jeep dann sogar richtig animiert aus. Warte mal, ich mach hier nochmal einen hin. So. Okay. Ah, schon wieder keiner. Ja, wenn das weiter so geht, brauchen wir bald wirklich wieder Holz. Oh, hier sind gar keine Zuppen mehr. Oh, okay. Aber wir haben die damals schon mitgebracht gehabt, okay. Glaube ich. Also ich habe mir wieder welche genommen. Ich sollte sie vielleicht auch mal essen langsam wieder. Das wäre sehr von Vorteil, Erik. Ja, weißt du was? Ich mache das jetzt. So. Eigentlich wäre es generell immer gut, wenn man sitt und satt ist. Weil ich glaube, sonst gibt es immer Strafen auf Ausdauer und bla oder Treffquote oder keine Ahnung. So. Oh, da oben kommt die Doppeldecke langsam rein, ich sehe schon. Jo. Sehr geil. Und da drauf kommt dann nämlich der Garten. Und darauf spekuliere ich gerade ein bisschen. Das würde ich gerne heute in der Aufnahme noch schaffen. Dann würde ich drüben, glaube ich... Kannst du mal die Beete anhauen? Ja, ich würde die halt drüben, oder? Also wir können auch neue Beete machen, ne? Kostet aber dann wieder sehr viel Lehm und so. Ach so, ja gut, du kannst die von drüben holen, klar. Ist das großer Aufwand, die abzubauen, oder geht das? Ich glaube, mit der Schaufel ist das bei mir ein Eimer reinhacken, da hat man das schon. Ja, easy. Muss nur vorher halt alle ernten. Ja. Junge. Der Spaß fängt hier richtig an. Und da muss dann noch ein Layer drauf. Juhu! Gibt's auch nicht die maximale Bauhöhe bei 7 Days? Nee, ne? Doch. Irgendjemand hat das mal geschrieben gehabt. Irgendwas mit 400. Noch was? Ja gut, da sind wir aber hoffentlich noch von entfernt, oder? Weiß ich nicht. Ich hatte dran gedacht, ob man sich vielleicht noch irgendwo hier an den Bunker dran so einen Aussichtsturm machen kann. Aber das habe ich verworfen, weil ich keinen Bock hatte,
Ich hätte dann wie beim Schloss, weißt du, so einen Turm dran gebaut. Aber dann hätten wir irgendwo Ecken wegreißen müssen. Das wollte ich dann nicht. Sicher? Ja. Ist doch schon okay, so wie es ist. Ja, ich denke auch. Wobei wir die Türme theoretisch... Der da drüben sehe ich natürlich nicht mit seinen komischen Pümmelschornsteinen da. Nee, auf keinen Fall. Sind eigentlich mal wieder länger geworden. Vielleicht ist das... Bis jetzt noch nicht. Vielleicht sind seine Schornsteine sind aber kein Ausdruck seines Gemächts. Oh, Level up. Sondern vielleicht ist es aber wie bei Pinocchio. Das ist der beste Preis, den ich machen kann. Da wächst der Schornstein wieder. An diesen Sachen bin ich nicht interessiert. Wächst der Schornstein wieder. Vielleicht ist der Typ aber ein Arschloch. Ja, das steht außer Frage. Also, ja, ne? So, okay. Die Decke ist drin. Puh. Junge, Junge. Jetzt sind wir auch über dem grünen Balken hier übrigens. Wir sind jetzt, also hier ist wieder Freiraum für Zombies. Wie ist das für PvP? Jetzt PvP-Leute können jetzt hier oben alles klauen. Ui, da müssen wir uns vorsehen. Boah, aber nicht, dass hier oben dann irgendwelche Zombies spawnen, ne? Vom Blutmund oder so. Nee. Ich glaube, da müssten wir, ich weiß nicht genau, wie das geregelt ist, aber da müssten wir, glaube ich, dann eher einen Schlafsack hier oben noch hinlegen. Und das machen wir ja sowieso. Also vielleicht machen wir einen unten, einen oben hin, um ganz sicher zu gehen. Weiß ich jetzt nicht. Oh, stimmt ja, die Beete gehen ja noch ein bisschen weiter. Junge, 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 ja. Ist ja doch ein bisschen größer, als ich dachte. Wie konnte das nur passieren, ey? Ich war einfach ein Versehen, Tobi. Gut. Ja. Ich dachte schon, du hast es mit Absicht gemacht. Ist so passiert, jetzt muss ich aber durchziehen, als wäre es Absicht. Junge, Junge, Junge. Unseren Balkon lasse ich so. Da würde ich vielleicht noch irgendwie eine Dreiertür draus machen oder so. Keine Ahnung. Damit das bequem erreichbar ist für uns. Boah, ich glaube, ich muss zur nächsten Folge, die ja gleich wieder anfängt, muss ich immer die dicke Balkontür schließen. Die ist gerade auf Kipp, Tobi, aber meine Beine sind einfach schon komplett steif gefroren. Ja, es ist richtig arschkalt draußen. Also wir nehmen hier gerade auf am 17.01. Ne? Das weiß ich, wenn ihr die Folge seht, wahrscheinlich ist es da schon Februar oder so. Ach, aber ja. es ist einfach richtig kalt mittlerweile es wieder. Und wir kriegen jetzt die nächsten Nächte und Tage auch tatsächlich, ich glaube, nur 1 Grad oder 0 Grad. Es ist auf jeden Fall... Und nachts sogar -4 oder 5. Also hier ist gerade richtig eisig. Ja, Weihnachten ist rum jetzt, Silvester auch. Jetzt kann der Winter kommen, oder nicht? Ich denke auch. Boah, das sieht aber cool aus hier jetzt, ne? Auch mit der Decke drin und so, das ist schon nice. Hat so ein bisschen was von so einer Halle oder sowas. Von so einer, weiß ich nicht, von so einer Dingenshalle hier, von so einer, ne? Fabrikhalle? Also so ein Loft, meinst du? Nee, so eine Opernhalle, Lofthalle, sowas, so ein bisschen. Ja, schon geil aus. Stimmt. Warte mal, hier mache ich nochmal... Das muss da nochmal rein und da dann theoretisch auch auf der Seite. Damit es noch was aussieht. Wobei hier kommt vielleicht. Ich glaube, hier mache ich keine Fenster, hier bleibt eine Wand. Hier kommt eine solide Holzwand einfach hin. Ich feiere das mit dem Holz und dem Schattenwurf hier gerade. Das sieht voll gut aus. Also optisch muss ich sagen, allgemein auch das Spiel sieht echt nice aus. Ne, finde ich auch. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, auf der Wohnetage ist wahrscheinlich nachts Licht, ne? Ja, wahrscheinlich ja. Ja. Das Blöde ist, dass man ja die ganzen Kabel zu den Lampen sieht. Also müssen wir da vielleicht machen wir einen eigenen Generator oder ich weiß nicht, oder machen wir den auch aus dem Keller und das Kabel läuft irgendwie komplett hoch oder so. Ich weiß auch noch nicht genau. Also ich sag mal, theoretisch könnten wir uns einen eigenen Generator für hier oben leisten, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, da müssen wir echt nicht sparsam sein. Der würde dann vielleicht hier im Vorraum laufen oder so, keine Ahnung. Müssen wir schauen. Ich habe gedacht so... Achso, hier wollte ich eigentlich offen lassen. Ich habe gedacht, dass hier die Wohnküche wäre. Stimmt, da habe ich jetzt natürlich eine Wand reingeballert. Aber ich dachte, hier wäre eine Wohnküche. Hier hätten wir so einen Tresen quasi mit Barhockern und so. Auf der anderen Seite, ne? Hier so Barhocker auf der Seite so.
ne? Die Treppe wäre ein bisschen abgetrennt. Also dann wird man hier so rauskommen aus dem Treppenhaus. Hier ist die Küche quasi. Dann geht hier bei der Flur direkt in das sehr geräumige Wohnzimmer. Ich weiß nicht, was er da reinstellen, Tobi. Vielleicht irgendwo noch ein Bücherregal oder so ein PC auf dem Schreibtisch. Sowas halt vielleicht, keine Ahnung. Boah, ja, hast hier überall Computer hinstellen mit Schreibtischen und so. Da machen wir LAN-Party. Ja, oh, geil. Ist ja egal. CS1.6. Ist ja unser Design am Ende der Welt hier. Also ich hätte das so gemacht. Wir haben doch niemanden, mit dem wir eine LAN-Party machen können. Gut, das stimmt. Ich hätte das so gemacht. Ja, aber du bist natürlich tot in diesem Szenario. So, da oben mache ich auch noch ein Bleifenster rein. Einfach nur, weil wir es können. Was brauchen wir denn für die Bleifenster alle? Ja, die werden teuer. Warte mal. Ah, okay. Also schusssichere Fenster waren das, ne? Genau. Glas? Nee, Fenster. Okay. Kugelsicherer Glasblock. Wow. Ja, die sind teuer. Ein also, einziger Block ist das. Ja. Ein so ein kleines Viereck. Ja. Diese Etage hier wird sehr teuer, was das angeht. Uff. Ja. Was denn, Alter? Okay. Wow. Plingploing. Plingploing. Ja, eigentlich schon. Eigentlich bald wieder Plingploing. Und ich muss wieder Holz holen, weil, ja, naja, hier muss ja auch noch ein Decker rein, hier, ne? Ja, da kann ich in der nächsten Folge mal Holz sammeln gehen. Wir können auch zusammen losgehen, Holz sammeln, vielleicht können wir das auch machen. Nee, ich würde so lange die Felderebene oben noch machen. Dann gehe ich Holz sammeln und du machst Felder. Super. Man muss ja mal gucken, ach, die eine, es sind ja beide Werkbänke belegt, aber vielleicht kann ich hier in meiner Tasche ein paar neue Felderblöcke bauen, weil sonst das Gammelfleisch brauchen wir für nichts anderes, ne? Nee. Antibiotika brauchte man so komisches Sandwich, ne, war das, glaube ich, aber genau, brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja. Ja, das passt schon. Kriegen wir schon alles hin. Ich würde gerne noch irgendwie eine Stromleitung durchs Treppenhaus legen, irgendwie, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau wie und wo. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir im Treppenhaus Stromleitungen legen. Wenn wir alle Etagen abgehen wollen. Ja. Ne? Dass man hier hinten vielleicht immer Verteiler baut auf jeder Etage und dann knüpp an jeder Etage. Und dann kann die in die Etage reingehen oder halt rausgehen. Kommt hier eigentlich hin? Ja, das ist die Etage, wo ich meinte. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen. Ah, okay. Ja. Also die ist jetzt eigentlich überflüssig. Also theoretisch, wir können hier alles machen, was wir wollen. Aber was wollen wir denn? Das weiß ich nicht. Frag doch mal die Zuschauer. Ich weiß. Wir haben oben auf der Wohnetage noch gar keine Schlafzimmer eingeplant, ne? Wir haben schlafen da, ja eh nie, ne? Ja, aber da, wo die Schlafsäcke halt reinkommen, oder wo wir vielleicht Betten bauen und so. Weil ich dachte, jetzt kommt hier alles rein, aber jetzt ist das nur ein riesiges Wohnzimmer, wo wir natürlich dann erstmal keine... Oder vielleicht, pass auf, ich habe eine Idee. Wir machen hier in die Ecke die Wohnküche. Dann machen wir hier die Barhocker vor. Und hier hinten, hier machen wir die Schlafräume einfach. Ja, oder so. Ja, das passt schon. Oder wir legen die Schlafsäcke einfach genau hier in die Mitte. Und sonst nichts. Das ist die beste Idee. Und dann so eine Baulampe oben an die Decke. Ja, ist ein guter Plan. Sehr gut, Tobi. Sehr, sehr gut. Ja, Erik, ich hab bei Tine Wittler gelernt. Nice. Sehr nice. Warte mal, wenn das hier zwei Schlafzimmer sind. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann wäre das quasi die Mitte hier. Dann wird da quasi noch eine Wand reingezogen und dann haben wir zwei Schlafzimmer. Die sind nicht so geräumig, aber naja, es reicht. Ja, gut. Man geht ja nur zum Schlafen rein, ne? Ja, eben. Die sind eher in der Länge sind die zuträglich. Also, reicht für ein Doppelbett. Für jeden. Das ist gut. Das ist okay. Ja. Oder ich mache hier auf der Mitte mache ich noch so eine Zwischendecke. Hier so. Oder vielleicht hier so. Und dann geht eine Leiter hoch und jeder hat sein eigenes Schlafzimmer mit so einer halben Höhe. Das ist wie mit diesen Hochbetten. Nur hat es so als Hochetage. Ist eigentlich auch geil, ne? Irgendwie cool, aber ja. Ich habe Hochbetten immer übelst gefeiert früher und ich hatte auch mal eins. Aber ich hatte immer Angst, dass ich abstürze. Oh, warum das denn?
Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich da irgendwie, war das ungewohnt, dass man oben schläft. Oh, ich wollte ja, mal, so. Ich wollte mal oben schlafen. Also ich hatte ein Hochbett als Kind und darunter hatte ich dann so eine Mulde, wo dann irgendwie so eine Bank war und bla, da habe ich so eine Decke vorgehangen. Da war es wie so Bude bauen. Da hatte ich so eine kleine Bude unterm Bett. Ja, voll geil. Ja, voll geil. Ja, das war nice. Und das einmal, ich glaube, ich und einmal bin Schreibtisch und drunter. Ja, einmal bin ich aus dem Hochbett gefallen. Hatte ich irgendwie Albtraum und bin einfach rausgefallen. Aber ja, und davor hatte ich immer Angst gehabt. Ja, genau davor. Boah. Ja, nun. Hat mir ja nicht geschadet, wie man merkt. Sicher? Ne? Was habe ich gesagt? Ja, na gut, dann ja, nächste Folge geht's wieder weiter. Bisschen Bude bauen und dann, ja, gucken wir mal. Bald wieder, ach, voll geil, freu mich drauf. Bald vielleicht doch wieder Plingploing, aber da dauert hoffentlich noch ein bisschen. Also ja. Ich gehe Holz ab in nächste Folge auf jeden Fall. Geil, Tobi, schön für dich. Ah, nee, ist ja eigentlich auch scheiße. Ja, spannend ist es nicht. Aber, nee, schon so, ne? Aber muss ja gemacht werden, es hilft ja nichts. Richtig. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.